Freifunker in ganz Deutschland zum Beispiel versorgen nicht nur abgelegene Landstriche mit freiem WLAN. Sie bringen kostenloses Internet auch in Flüchtlingsunterkünfte. Eine Notunterkunft für Flüchtlinge in Mainz. Bis zu 70 Menschen können hier leben. Der einzige Kontakt nach Hause über das Handy. Seit 2 Wochen können sie ins Internet, dank Michael Ziegler. Er ist einer der sogenannten Freifunker, die ganze Städte mit kostenfreiem WLAN versorgen wollen. Auch dort, wo es gar keinen Zugang gibt, wie in dieser Notunterkunft. Da finden wir es umso wichtiger, dass eben solchen Einrichtungen einfach ein WLAN da ist, in das sich jeder ohne Passwort, ohne alles einfach einbuchen kann. Einmal drauf tippt, man ist drin und hat einfach wieder Kontakt zu seinen Freunden, seiner Familie. Ich glaube, das kann den Menschen, die hier ankommen, zumindest eine kleine Hilfe sein, hier in Deutschland anzukommen. So wie für Mohammed. Seine Familie ist noch in Syrien. Für den kostenlosen Internetzugang ist er dankbar. In Syrien herrscht Krieg. Wir können mit unseren Familien nur über das Internet telefonieren. Ansonsten könnten wir mit niemandem sprechen. Hier in Rheinhessen versorgen Freifunker sogar ihr Dorf mit WLAN, weil es nicht für jedes Haus einen schnellen Internetzugang gibt. Wolfgang Hallmann ist einer von 3 Freifunkern im Dorf, die ihren Internetzugang für andere freischalten, kostenlos und ehrenamtlich. Hier in Pakenheim ist eigentlich eine der größten Lücken noch in Rheinhessen, weil hier kommt Funk nur teilweise an, hier kommt Kabel nur teilweise an und das DSL von der Telekom über die Telefonleitung genauso wenig. Auch deshalb gibt es Menschen wie beispielsweise die Freifunker in ganz Deutschland verteilt. Sie wollen weiße Flecken auf der Internetkarte schließen, spenden anderen Zugang zum Netz. Jeder kann sich beteiligen. So wird für immer mehr Menschen freies WLAN das Tor zur Welt. Für die Flüchtlinge in der Notunterkunft ist es das Tor zur Heimat.